jetzt morgen aus, wenn die Kleine noch schläft. Es ist 7.24 Uhr. Ich muss gleich zur Uni. Du musst wach werden. Du musst auch zur Uni. Ich nicht zur Uni. Ist nicht. Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Uni-Vlog. Ich habe euch jetzt mal woanders hingestellt, weil ich das Gefühl hatte, dass meine letzten Vlogs, an denen ich die Kamera weiter da drüben stehen hatte, irgendwie immer alle gleich aussahen. Deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt für euch voll was Neues ist. Es ist jetzt kurz nach 8, Robin ist jetzt gerade los zu seiner Uni, also hat jetzt auch Präsenzphase, er macht ja ein duales Studium und muss dann nur so aller, keine Ahnung, 2 Monate oder so mal in die Uni, aber diese Woche muss er eben gerade mal. Ich muss halt auch in die Uni, obviously. Ich habe heute meine Lieblingsvorlesung, also BWL, das wisst ihr ja, dass das meine Lieblingsvorlesung ist, wenn ihr meine letzten Videos angeschaut habt. Aber ich muss heute dann bis 16 Uhr in der Uni bleiben, beziehungsweise habe ich von 14 bis 16 Uhr nochmal die Übung von der Buchführung, die ich halt heute machen muss, weil am Donnerstag so ein International Day ist und da fallen alle Vorlesungen und Übungen aus und da kann ich halt da nicht gehen, was auch gut ist, weil dann habe ich Donnerstag frei. Aber da muss ich eben heute gehen. Ich habe heute mein Make-up mal ein bisschen anders gemacht und zwar habe ich keine Foundation und keinen Concealer verwendet, sondern gleich direkt mit Bronzer, Highlighter und Blush angefangen. Dann halt meine Augenbrauen ganz normal gemacht. Meine Nase habe ich nicht konturiert und ja, ein bisschen Mascara. Ich habe mir jetzt erstmal einen Kaffee gemacht und ich nutze jetzt noch die verbleibende Stunde, um ein bisschen was für die Uni noch nachzubereiten. Also ich muss die VWL-Vorlesung noch nachbereiten, also das Lernblatt dafür machen. Und ich glaube, ich blende euch jetzt auch mal wieder das Screen Recording ein, wie ich das mache. So, wie ihr seht, habe ich endlich mal hinbekommen, den Splitscreen einzurichten, beziehungsweise ich habe hinbekommen, das Update zu machen. Also ich bin, wie ihr ja schon wisst, unglaublich faul, was so Updates an Handy und iPad angeht. Also ich klicke die Benachrichtigung dann immer so lange weg, bis ich wirklich irgendeine neue Funktion brauche. Und das war eben der Splitscreen. Also klar, der Splitscreen an sich ging auch schon vorher beim iPad, aber nicht für GoodNotes. Also zumindest hat es bei mir nicht funktioniert. Ich habe das 1000 Mal versucht und habe mich immer so gewundert, hey, warum funktioniert das bei mir nicht, aber bei einer Freundin von mir. Und dann war ich so, ah ja, du musst wahrscheinlich mal das Update machen. Ja, ich hoffe, ihr seid nicht irritiert, dass das jetzt alles so super schnell ist, aber ich habe, glaube ich, insgesamt über eine Stunde oder eine Stunde ungefähr für das ganze Lernblatt gebraucht und habe das jetzt auf 2000-facher Geschwindigkeit gespeedet, damit ihr hier alles sehen könnt, ohne euch das wirklich 2 Stunden lang angucken zu müssen. Hier war ich dann ein bisschen lazy unten, habe einfach nur ganz viel rauskopiert. Aber ich meine, ich kann das ja auch einfach rauskopieren, anstatt mir Dinge einfach 1 zu 1 abzuschreiben. Auf jeden Fall, was ich euch noch erzählen wollte, ich habe jetzt nachdem dieser Vlog hier fertig gedreht war, meine Lernblätter mal ausgedruckt, also ein paar davon, und muss sagen, dass das echt gut funktioniert hat. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie dann so gut aussehen, wenn man die ausdruckt und vor allem, dass man auch so kleinere Sachen relativ gut lesen konnte. Also wenn ich so Folien reinkopiert habe, dann ist die Schrift ja tatsächlich doch ganz schön klein gewesen manchmal. Aber man konnte das alles gut lesen und ich muss sagen, klar ist dann dieser Papierspareffekt vom iPad, zumindest für die Lernblätter, nicht mehr ganz so gegeben. Und es zieht auch ziemlich Tinte, denke ich mal. Und Tinte ist ja teuer für Drucker. Aber es nützt ja alles nichts. Ich kann einfach von Papier besser lernen. Und ich will aber trotzdem die Lernblätter am iPad machen, weil man da ja auch easy einfach so Dinge aus den Folien einkopieren kann, was ich halt super praktisch finde. Deswegen denke ich mal, werde ich mir die dann schon alle nochmal ausdrucken. Also danach hattet ihr ja gefragt, ob ich das machen werde. Ich denke schon, weil da kann ich einfach mir das besser einprägen, als vom iPad irgendwie da zu lernen. Und es ist ja auch gut, so hat man das alles nochmal analog gesichert, falls doch mal das iPad irgendwie, keine Ahnung, geklaut werden sollte oder kaputt geht. Ich bin jetzt fertig, habe mir jetzt auch schon Frühstück gemacht, wie immer mein Haferbrei, diesmal mit Äpfeln. Und ihr seht das nicht so richtig und ich kann es auch nicht so richtig nach vorne halten, weil das sehr flüssig ist. Ich habe auch noch ein bisschen so Lebkuchengewürz drauf gemacht, weil ich mal so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen muss. Also irgendwie, sonst bin ich immer schon so gefühlt Mitte Oktober in Weihnachtsstimmung. Aber dieses Jahr komme ich irgendwie überhaupt nicht so richtig rein. Ich weiß auch nicht, was los ist. So, ich bin jetzt auf dem Weg zur Bushaltestelle. Es ist verdammt kalt und ich hoffe, mein Bus kommt nicht zu spät, weil ich sonst zu spät zur Vorlesung komme. Und das ist nicht gut, weil ich einen guten Platz brauche. In dieser Vorlesung ist es nämlich so, oh, ich hoffe, ihr hört mich jetzt noch, dass man Punkte sammeln kann, indem man Fragen richtig beantwortet. Und das Problem ist, dass man da auch einen guten Platz braucht, um eben gesehen zu werden vom Prof. Normative Entscheidungstheorie sagt man auch, wo es darum geht,
zu sagen, den Betrieben Hinweise zu liefern. Also so, die BWL-Vorlesung ist vorbei. Ich habe meinen Punkt gesammelt für die Klausur. Und jetzt bin ich erstmal nochmal nach Hause gefahren, beziehungsweise bin ich jetzt erstmal im Hauptbahnhof, um noch ein bisschen was zu erledigen. Also ich muss nochmal zur DM und dann fahre ich nach Hause, werde dort schon ein bisschen was nachbereiten und vor allem erstmal essen. Ich habe mega Hunger. Das ist jetzt mein Mittagessen. Ziemlich basic, aber es musste schnell gehen. Also es sind einmal zwei Toastscheiben mit Butter und Käse und ungefähr ja, 200 bis 300 Gramm Brokkoli. Ich zeige euch mal noch, was ich eben am Hauptbahnhof gekauft habe. Und zwar ist es einmal diese rote Kiste hier. Eine Freundin von mir hat am Sonntag Geburtstag und ich bringe ja am Montag dann Brownies mit in die Uni. Also meine gesunden Brownies, weil ich schon von mehreren Quellen bestätigt bekommen habe, dass die sowas von lecker schmecken. Also auch wenn sie gesund sind, in Anführungsstrichen. Also es gibt ja jetzt keine per se gesunden oder ungesunden Lebensmittel, sondern nur gesunde oder ungesunde Lebensweisen, aber ich meine, sie sind halt kalorienärmer und proteinreicher als normale Brownies, aber wie gesagt, sie schmecken trotzdem richtig gut und ich wollte ihr das halt nicht in einer Tupperdose so mitbringen, sondern irgendwie ein bisschen schöner, deswegen die Kiste. Dann geht's mal jetzt hier los mit den Hausfrauen-Basics und zwar sind das erstmal so Allzwecktücher, also einfach für die Spüle, um halt so ein bisschen rundherum alles immer abzuputzen. Die sind mir nämlich ausgegangen. Dann erstmal nochmal für Marie, also die Geburtstag hat, habe ich hier noch so ein kleines Manhattan Cosmetics Stay Matte Lip Kit Set geholt. Das hat mich irgendwie angelacht und ich weiß auch, dass die matten Lip-Dinger hier von Manhattan eigentlich echt gut sind. Also ich habe davon zumindest auch einen und ich finde die Farben eigentlich ganz süß. Was haben wir denn noch? Dann habe ich mir noch so ein Make-up-Ei gekauft, weil man es letztens ins Klo gefallen ist und dann dachte ich so, das nehme ich jetzt nicht mehr. Also auch wenn im Klo nichts drin war, so, ne, aber trotzdem. So, dann habe ich noch Zahnpasta gekauft. Ich benutze übrigens immer die, in case you're interested. Und Zahnspangenreiniger. Das sind immer alle richtig irritated, weil eigentlich ist das ja ein Gebissreiniger, aber ich benutze das halt für meine Zahnspange. Also ich muss noch so ungefähr zweimal die Woche in der Nacht meine lose Zahnspange tragen, damit sich meine Zähne nicht wieder zurückverschieben, also weil sie das eben immer noch tun. Dann habe ich so ein Tangle-Teaser-Fake-Dings gekauft von Evelyn, weil mein richtiger Tangle-Teaser schon richtig ranzig aussieht. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber irgendwie peelt sich so oben diese Plastikschicht ab. Ganz komisch, naja. Dann habe ich noch von Dove einmal Bodylotion, weil meine alle ist, und einmal diese Winterpflege, das Duschgel davon geholt. Das benutze ich immer im Winter. Ich finde, das riecht so gut und bringt mich dann auch hoffentlich langsam mal in Winter-Weihnachtsstimmung. Und wenn das nichts bringt, habe ich auch noch Nürnberger Lebkuchen gekauft. Die haben mich auch angelacht. Ich feiere ja persönlich die mit der Zuckerglasur absolut. Deswegen. Ich hatte ja eigentlich geplant, dass ich jetzt in dieser Zeit, wo ich hier zu Hause bin, gleich meine BWL-Nachbereitung mache. Aber ich habe da jetzt gerade sowas von keine Lust dazu gehabt. Deswegen habe ich mich stattdessen entschieden, ein bisschen an meinem Video zu schneiden, damit ich halt überhaupt was Produktives mache. Und zwar ist es mein Video Studien- oder Schulalltag organisieren. Ich weiß nicht genau, wann ich das hochladen werde. Also entweder das kommt nach diesem Video online oder es ist schon online, wenn dieses Video online kommt, also eins davor. Ich weiß nicht genau, wann ich es hochladen werde. Auf jeden Fall bin ich hier gerade am Rumschnibbeln, muss dann noch Musik suchen und runterlegen. Und ja, dann kann ich das dann auch schon planmäßig hochladen. Es geht wieder zurück zur Uni und ich laufe jetzt diesmal zum S-Bahnhof, damit ich auch noch ein bisschen Bewegung bekomme, weil ich heute nicht ins Schwimmen gehen werde. Und ich versuche immer, wenn ich nicht ins Schwimmen gehe, trotzdem wenigstens so 7.000, 8.000 Schritte zu sammeln, damit ich halt so ein bisschen Bewegung hatte. Ich muss mich mal wieder ein bisschen beeilen, weil ich mal wieder mega spät dran bin. Ich hoffe, ich kriege die S-Bahn noch, aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, weil das nur eine Übung ist und keine Vorlesung. Ja, aber ich hoffe trotzdem, ich komme pünktlich. Nach Ostenkreuz. So Leute, die Buchführungsübung war, wie ihr gesehen habt, super überfüllt. Wir mussten auf den Treppen sitzen, aber zum Glück hat der Dozent oder Prof, ich weiß jetzt nicht genau, ob er ein Prof ist, eine Stunde früher Schluss gemacht wieder und ich war so erleichtert. So, mittlerweile ist Robin jetzt da und liegt da schon. wir machen jetzt gerade, oder ich mache Abendessen, also für Robin gibt es das hier hinten. Das ist einmal, sind Garnelen mit so einer Pfanne von Rewe, also mit so einer Gemüsepfanne. Und für mich gibt es hier vorne normalen Rosenkohl und hier sind so Schnitzel drin, also solche Tiefkühlschnitzel.
Das ist jetzt unser fertiges Abendessen, also Robins super healthy Gemüsepfanne mit Garnelen und mein Rosenkohl mit Schnitzeln. Also das sind jetzt ein paar mehr, als es aussehen. Also hier drunter liegen auch noch Schnitzel. Das sind, glaube ich, 5 kleine Schnitzel, die ich da genommen habe. So, wir machen es uns jetzt hier gemütlich in unserer kleinen Kuschelcorner und schauen noch ein bisschen Bachelor in Paradise am Dienstagabend. Ich hoffe, der Einblick in meinen Unitag hat euch gefallen. Abonniert für mehr und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss.